Hallihallo und herzlich willkommen, und wir sind heute beim Halloween-Event dabei. Hier, der Spawn hat sich auch etwas verändert. Da eben war schon eine Hexe, und wir sind diesmal wieder nicht alleine im Channel. Mir fehlt eine, also eine, die ich Lisa auf ist jeden auch Fall da. Noch nicht Knicklicht habe, weil auch. Ein Lisa Geist, meinte cool. da bei diesem einen Haus. Ihr hört sich sie schon. Hat mir das irgendwie erklärt, aber da habe ich nichts gefunden. Das war irgendwie mein Problem. Knicklicht macht auch mit. Und naja, auf jeden Fall, Halloween-Event geht jetzt los. Ich denke mal, wieder bei der Festwiese. Da gehen wir gleich hin. Und viel Spaß beim Stream. Wenn du keine mehr findest, dann sag mir Bescheid. Also ein paar. Das ist tatsächlich, die man nicht so schnell findet. Okay. Also, ab jetzt läuft der Stream. Aloha. Hallo. Ich laufe hier erstmal rum, ne? Ja, geh am besten erstmal zum Essplatz und geh zu Mutti, und die erklärt dir dann erstmal alles. Geh zu deiner Mutti. Ich denk, man muss zu Oma gehen. Nein, zu Mutti. Warum? Oh mein Gott. Ist das das? Ja! Ich hab's gefunden. Schön. Freut mich. Ich hab die Eingangstür von dem komischen Haus endlich mal gefunden. Die habe ich nämlich die ganze Zeit übersehen. Okay. Das ist jetzt der Park von Cubido oder wie auch immer er jetzt heißt, ist mir eigentlich auch egal. So, gute Frage. Muss ich mit dem Organisator reden zuerst oder erst mit Oma Opa? Mit Mutti jemand. Muttis Pudding, lecker. Njam. Njam. Ah, Opa, ach da, es gibt echt eine Mama hier. Sie sieht ja fast aus wie du. So lang. Hä, seit wann siehst du aus? Ich weiß, dass ich im echten Leben aussehe wie meine Mutti, aber sonst. Oh, ein Osterkörbchen. Wie viele habe ich jetzt? Was ist das hier? Ich habe 55 halt mittlerweile. Ah, nee, danke. Opa braucht mir das nicht mit dem Rucksack nochmal erklären. Muss ich mit Mama den quatschen. Hallo Solabich, es freut mich, dass du es hierher geschafft hast. Wir sind bis zum 4. November hier. Es gibt... Ey, Chat, geh nicht weg. Es gibt viele Dörfer in der Gegend. Wollen wir süße Saure spielen? Juhu! Kriege ich die denn mit dem 3D-Drucker ausgedruckt, oder wie läuft das? Das weiß ich leider nicht. Also das habe ich noch nicht erfragt. Oh. Vorher weißt brauchst du, du aber noch einen Beutel. Es gibt zwei oder drei Leute, die bisher alle haben. Also, so wie ich das gestern mitbekommen habe. Okay. Ich weiß aber auch nicht, wer jetzt das Event bisher gespielt hat, also. Na, die Mama hat hier natürlich recht. Fertig. Ich stehe doch am Spawn. Warum stehst du am Spawn? Du stehst hier. Nicht mein Lisa steht am Spawn. So. Uli, wenn du ich bin dir schon fast fertig. Einen Süßigkeitenkorb bauen möchtest, brauchst du einen normalen Kürbis vom Feld und zwei normale Frostspinnenfäden auf einer Werkbank. Kannst du dir dann danach einen Korb bauen? Und zeig ihn also, mir bitte noch. Hier bitte. Ich hab zu viele mitgenommen, die habe ich aus unserer Stadt Echt? Fahren. Oh, danke. Ja. wie viele Körbe braucht man nochmal? Sechs, du brauchst nur sechs Körbe. Sechs Körbe. Und du brauchst 12 Frostspinnenfäden, weil du brauchst einen Kürbis und zwei Fäden pro Korb. Dann gehe ich mal kurz zu meinem Home gucken. Ich glaube, ich habe da nochmal Frostfäden liegen. Eine gute Rüstung, wenn du noch welche farmen musst, und ein gutes Schwert. Ich will aber nicht mein gutes Schwert benutzen. Eine Rüstung habe ich sowieso nicht. Du kannst mein Schärfe 5 Schwert haben, das habe ich letztens aus einer Tageschest oder so bekommen. Aus einer Baumchest. Oh, jetzt hängt er schon wieder an mit meinem Handy, ich glaub's ja nicht. Och. Obwohl, ich habe den hier eh schon angefangen, dann kann ich ihn auch weiter nutzen. Das Random Click Event läuft doch noch, oder? Weiß ich nicht. Was ist damit?
Na, weil... ich hab's vergessen, Faden verloren. Nein, du brauchst Frostspinnfäden. Ach so, ich dachte andere Fäden. Nicht, dass du die auch noch verlierst, das wär's ja noch. Wie verlieren? Falls du noch nicht... Naja, du hast gesagt, du hast den Faden verloren. Haha, ja, stimmt. Nee, ich guck mal meine Event-Truhe. Allerdings, bei welchem Event brauchten wir die? Man brauchte schon mal Frostspinnfäden? Ja. Oh. Aber ich weiß nicht, bei welchem. Oh, man kann in den Kürbis reingehen. Was wäre es? Er hier. Ein Horrorclown. Das ist Patty. Vielleicht. Nein, Spaß. Hat die nicht auch irgendwie so ein Clown-Kostüm an? Ja. Nee, war er das doch. Peppi hatte so einen komischen Clownskopf mit verschiedenen Clownsköpfen dran. Ach so, ja. Hm. Was steht da genau bei Frostspinnfäden? Falls du noch einen im Inventar hast. Ich hab keinen mehr. Ich müsste sonst zur Höhle gehen. Hm, ich darf nichts. Also, ich glaube, das sind einfach nur Frostspinnfäden. Ja, aber die haben bestimmt eine bestimmte Eventbezeichnung. Naja, musst einfach mal auswählen, wenn du zwei Stück hast. Leg einfach ins Crafting-Feld die beiden Fäden. Ja. Und, also so halt auf Eck und in die untere Ecke legst du einfach den Kürbis. Nein, funktioniert nicht. Okay, dann müssen wir welche Farben gehen. Genau. Gut, dann nehme ich mir mein Schwert, das ich eh schon angefangen habe. Ich hoffe nur, ich krieg noch ein Reparaturbuch zusammen. Und irgendwie laggt mein ganzer Computer. Ein Kürbisschneider. Der passt auch gut. Achso. Gerade. Wo muss ich überhaupt hin dafür? Ich laufe ja erstmal los. Portalhöhle. Ah, stimmt, oben beim Frostwerk. Ja, macht Sinn. Was sind denn das für wirklich? Viecher? Ja? Da. Das sind so, ach, wie heißen die Dinger? Diese Endermieten wieder? Ja. Diese I. Okay, davon hatte ich, glaube ich, nicht mehr welche. Zeig, wo du dich hinstellen musst, damit du die haben kannst. Ich weiß, habe ich beim Geburtstagsevent auch gemacht. Nein, genau. Das ist so da. Hier lang, ne? Ja, folgt. So, jetzt laufen wir am besten so schnell wie möglich hinterher. Da kommen schon die ersten. Ach, ich warte, bis du durchgelaufen bist. Ich weiß, in welche Ecke du dich stellen musst. Ja, das sind die. Genau, da musste man erhärteten Frostfaden machen. Zum Geburtstag. Deswegen habe ich es auch gerade nicht in der Truhe gefunden, weil die Truhen nämlich woanders liegen. Nicht die Truhen, die Spinnfäden. So, ein Faden habe ich schon, Frostspinnfaden Halloween. Genau, hat eine extra Bezeichnung, also könnte ich die vom Geburtstagsevent eh nicht benutzen. Ist nur so schwer zu treffen, die kleinen Viecher. Deswegen stelle ich mich hier in die Ecke. Also 12 Stück brauchst du, hab. Ja. Auch ich, hast du gesagt, so rum. Ja, ich kann heute noch nicht reden und irgendwie kann ich auch nicht laufen, richtig. Irgendwie laggt mein Computer und meine Stimme auch. Ey, ärgert mich nicht. Weg. Willst du dich hier hinstellen? Nee, das geht schon. Ich kenne auch noch einen Spot, wo man sich hinstellen kann, wenn ich da hochkomme. Ja. Da 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 da. Knapp. Ich habe einen bis. Ich habe zwei. Ich wollte eigentlich mit meinem normalen Schwert zu töten. Ja. Das weiß, dass mein Problem war, das Ding hatte so doll Knockback, dass die Viecher nicht mal mehr zurückkamen. Oh, okay. Deswegen habe ich jetzt einfach aus irgendeiner Wochenchest mein normales Schärfe 5 Schwert.
Das ist voll nervig. Ich habe normalerweise voll das gute Schwert mit Looting und so drauf. Und das kann ich irgendwie nicht. Stimmt, ich habe gar kein Looting jetzt hier drauf. Ich nehme das jetzt einfach. Normalerweise sind die voll der One-Hitter durch. Stimmt, mein Looting-Schwert war das zweite, was ich in meiner Truhe gerade hatte. Hm. Wie hast du jetzt? Immer noch zwei Feen. Da flog gerade der dritte Faden nach unten. Aber ich komme hier gerade nicht runter. Da ist ein Faden. Au. Zack. Aufsammeln und schnell wieder hoch. Jetzt habe ich drei Fäden. Also schon ein Viertel. Ich habe auch schon zwei, also es ist gar nicht mehr so weit fern. Ja, Wurz kann ich mir auch noch abholen. Oh, cool. Guck, mein Schwert hat so viel Lack weg. Die fliegen bis ans Ende des Raums. Ja. Deswegen wollte ich es ja nicht mal. Ich treffe halt einfach nicht, weil ich spiele sonst nicht mit Maus. Das ist voll ungewohnt. Wow, es gibt tolle, lustige Items, wenn man wortet. Grabblumen und Kunstblut, süße Spinnenaugen, Halloween-Maske, Kompott. Naja. Kompott. Ja, bei Kompott ist an sich ein verrottetes Stück Fleisch, also das ist ein komischer Kompott. Das schmeckt nicht mehr so gut. Es ist eher getrocknet, so, als so Müsli-regelmäßig. Müsli-Riegel. Naja, so getrockneter Pudding, kennst du das nicht? Als Müsli-Riegel. Das ist ein Pudding. Nicht, ja? Oh, da läuft die brennende Spinne auf dich zu und du kickst sie weg. Tor! Ja. Noch mehr. Wie gesagt, die fliegen halt einfach zu weit. Und dass ich sie mit meinem normalen Schwert töten könnte, großartig. Du. Da kommt sie wieder und sie kickt dich weg. Ja. Das ist sehr schwer, wenn man es mal braucht. Nein. Wieder in meine Ecke. Pass auf. Die wollte dich fressen oder so. Wie viele hast du jetzt? 3. Ich hab 5. Ich hab schon mal 8. Boah, bin ich gut in was. Autsch. Autsch. Da, hier ist noch ein Faden. Zack, jetzt hab ich 4. Ich bin jetzt aber noch ein paar. Na los, ihr Spinnchen. Was sind denn noch gar nicht so viele online? So, heute Abend muss ich leider arbeiten, also muss ich nachher um 19 Uhr aufhören. Und wer weiß, wie weit wir dann sind, mache ich danach vielleicht noch weiter. Wenn ich dann von der Arbeit zurück bin um kurz vor 12. Klar, spielst du das dann auch? Kommt drauf an, wie müde ich bin, aber Wahrscheinlichkeit ist hoch. Warum? Ordnung. Ah, keine Fee. Ich weiß aber leider noch nicht, was es als Gewinn gibt, also. Erstmal egal, Hauptsache. Was machst du denn da? Wo schießt du die denn hin? Ich wollte kein Volleyball mit dir spielen. Digga, warum dann eigentlich nicht? Ist nicht der geeignete Platz, ist zu rutschig hier. Für Volleyball. Das ist, es gibt doch Beachvolleyball, das nennen wir halt Eishöhlenvolleyball. Eisvolleyball? Okay. Eisball.
Eisball hört sich brutal an. So ein Eisball einfach am Kopf. Au. So, so ein Buff im Gesicht. Okay. Beziehungsweise im Schädel kleben. Oh, du hast Na? Schärfe 5, Haltbarkeit 5. Nee, Haltbarkeit 3. Verbrennung. Lasst mich hier, ich bin hier gefangen. Ich komme hier nicht weg. Der Rückstoß 2, das erklärt, warum sie dann. Kannst du mich nicht auch hier rückstoßen? Mich hier rauskommen? Ich bin in eine Falle geraten, danke. Ich hab, wie viele hast du jetzt? Ich hab 6. Ich guck gleich, wenn ich mich an eine bessere Position gestellt habe. So. Ich hab 6. Dann haben wir doch schon. Dann nehme ich, ich möchte dann gerne noch einen haben für meine Truhe. Ja, ich auch, danke. Ich dachte, du hast schon. Ah ne, du hast ja gesagt, du hast keine mehr. Na, dann sammeln wir noch 2 weitere. So. Da vorne warten sie. Ah, ich muss erst Kartoffel essen. Nom, nom, nom. Sie greifen an. Weg. Ja, ich habe einen Faden. Zack. Nächstes Spinnvieh. Au. Ich hab keinen Faden, traurig. Oh. So, einen Faden brauchen wir noch, dann sind wir hier fertig. Du gibst mir einen Faden. Nein. Aber du. Auch nicht. Dann du. Oder du. Oder. Oder. Oder auch nicht. Wie viel? Ich muss mich wieder irgendwo hinstellen. Ich muss wieder Kartoffel essen. Die hält leider nicht so lange an. Bam. Bam. Was denn? Nee. Wow. Überraschungsangriff. Tja, da war ein Faden. Ich hab 8. Der Spawn-Solar. Nein, ich renn dir hinterher. Und jetzt renn ich schnell vor dir weg. Ich bin am Spawn. Ich auch, wenn sie mich durchlassen. Schaffe ich das mit 4,5 Herzen? Guten Tag. Hola. Guten Tag. Oder ist hier gerade Privatgespräch? Nö, ist ein öffentliches Gespräch. Ein öffentliches Gespräch? Ja. Ich sollte, soll ich ein Passwort reinmachen oder nicht? Obwohl Lisa kommt ja auch noch. Vielleicht. Ich kann doch wieder gehen, du es nicht. Nee, alles gut. Wenn dich nicht stört, dass du gerade öffentlich bist. Ich war schon mehrmals öffentlich. Aber du kannst mir mal deinen Stream-Link geben. Hatte dich zweimal, ich weiß deinen Namen nicht mehr. Ich binde mich mal um. Geht am einfachsten. Oder so. So. Apropos, ich habe extra das Tablet hier neben mir angemacht, um den Stream zu verfolgen. Und jetzt gucke ich nicht mal hin. Weil mich die Spinnen jetzt die ganze Zeit abgelenkt haben. Bin? Was spielt ihr? Minecraft. Wow. Mach keine Scheiße auf der Minecraft-Server. So, wo bist du jetzt? Ich bin am Spawn. Oh. Wo am Spawn? Auf dem Weg zur Festwiese. Das ist doch nicht dein Ernst. Wieso? Soll ich woanders hin? Ich warte extra so am Spawn hier, und du läufst direkt hier deine. Warte, ich geb dir 5 Fehlen, dann hält er einen behalten. Bitte. So. Danke. Und dann muss ich jetzt Körbe machen. Ich hab mich gerade voll gewundert, wer in den Channel reinkam. Ich dachte echt, ich hab abgelassen. Nein, du hattest ihn aufgelassen. Ja, ja, weil ich wusste das Passwort nicht mehr, was ich dir geben wollte. Okay. Ich hab's vergessen, weil ich hab ihn vorhin schon mal abgeschlossen, habe ich ihn aufgemacht, damit du rein kannst, und dann habe ich ihn nicht wieder zugemacht. Super. Jetzt so, und auf zu Mama. Und ich darf immer bloß mit einem Korb zu Mama gehen.
Ja. Wieder so ein Klick-Event-mäßig. Naja, du musst halt so klingen, also du machst halt so eine Halloween-Tour mit Süß oder Saures und gehst halt so von Tür zu Tür und sammelst Dinge. Du musst insgesamt 60 haben. Okay. Mir fehlen noch 5. Ich habe keine Ahnung, wo die sein sollen. Erinnert mich an das Geburtstagsevent, aber okay. Ja, so ein bisschen. Weißt du hier zufällig in der Nähe eine Ender-Chest? Sonst ja, tatsächlich. Wo denn? Ja, tatsächlich. Seit gestern gibt es eine, aber ich darf leider nicht sagen, wo. Wow. Brauchst du weiße Wolle? Momentan nicht. Warum hast du welche bekommen? Da. Yay. Hast du keine Bonbons, kannst du wieder haben. Nein. Ich überlege gerade, was ist sie überhaupt? Gut, dann gehe ich kurz nach Hause. Und leg da meine... Ich hab bei mir jetzt... Da lege ich die ganzen Süßigkeitenbeutel erstmal ab. Ich wollte gerade sagen, ich habe mir zu Hause eine, aber ich hatte. Ich hab so viele Ender-Chests. Ohne Witz, mal zu eine brauchst du Bescheid. Ja, wir bräuchten eine am Spawn. Gibt es ja, aber man möchte ja nicht sagen, wo, scheinbar. Nee. Ich überlege gerade, wo, ich suche sie gerade. Gut, dann nehme ich mir noch etwas Essen mit. Hinterm Endportal ist eine. Dekorativ wie eh und je. Hinterm Enden, ja. Okay. Stimmt, da hätte man dran denken können. Da hinter dem Portal war ich das letzte Mal, als es noch geschlossen war. Wer guckt denn da hin? Ich seit gestern. Okay. So. Also entweder sehe ich aus, als hätte ich sehr viel Geld oder als wäre ich bedürftig, eins von beiden. Warum? Wurde gerade gefragt, ob ich Interesse an einer Elytra habe. Okay. Von wem? Samson. Achso. Ich so, umsonst? Also, ich hab keine Elytra. Von aber die erste Person auf Keep Nation, die eine Elytra hat. Yay, aber dass ich sie nie benutzt habe, die liegt unbenutzt noch in der Truhe rum. Oh Mann. Guten Tag. Stimmt, wer hat die hier hingesetzt? Das geht ja mal gar nicht. Könnte ich dir sagen. Lass es aber. Hier ist auch Brot drin, das ist gut. So. Und dann muss man mit einem Körbchen dahin gehen, oder wie? Wenn Racer jetzt mitmacht, muss er ja auch noch Frostspinnferien sammeln. Der wollte das zusammen machen? Was? Ja, ich mach mit. Dann musst du erst starten, Es ist schön, dass ich mitmache auf einmal. Ich hab nur gefragt, was ihr macht. Du musst ja nicht, aber du kannst. Dann bin ich aber wieder in ein Event involviert und. Nee. Ich muss eigentlich für die Schule lernen und meine Freundin helfen und Counter-Strike spielen und nein. Doch, ich mach mit. Was muss ich machen? Okay. Oder du darfst erklären, wenn du möchtest. Ich darf erklären, ich stehe hier gerade vor Mama. Aua. Vor Mutti. Das ist Mutti, nicht Mama. Nee, hier steht Mama. Musst du auch gerade daran denken, dann ist es nicht. Wo bist du denn, Knicklicht? Ich bin auf dem Berg, ich such grad was. Und wo bist du, Racer? Spawnier. Hallo. Lisa! Guten Tag. Guten Tag, Lisa. Hallo. Ich weiß nicht. Ich? Gestern hieß ich Twix, das war auch ganz lustig. Oh, right. Spawnnähe ist gut, der Spawn ist groß. Ich bin sofort beim Spawn. Okay. Kollege, hast du die restlichen Eier schon gefunden oder soll ich dir helfen? Nimm dir ein Schwert mit. Hab ich. Nicht Eier. Ach, da. Wir müssen Schneeberg hoch. Ja, ich komme zum Spawn und du zeigst mir, wenn du hier weißt. Ich hab 22 FPS. Ja, wenn du mir sagst, wo du schon überall warst.
3 nicht so. Ich hab 29 bis 30. Schau mal kurz. Schau mal kurz. Nicht. Okay. Ich glaube, das Problem ist, dass ich gerade auf Skype war, das verstellten immer meine Einstellungen. Also ich habe jetzt eigentlich alles ab. Ich wüsste nicht mehr, wo ich noch suchen soll. Wahrscheinlich hast du einfach nur irgendwo irgendwelche Eier übersehen. Das sind immer noch keine Eier, das sind Süßigkeiten, mein Kind. Ja, ich weiß, ich bin immer noch beim Oster-Event. Das ist schon ein bisschen her. Wieso immer noch? Du bist schon wieder da. Überleg gerade, wo war ich denn noch nicht? Warst du schon bei einem Frettchen? Ich weiß immer noch nicht. Ja, war ich. Aber du meintest doch vorhin in so einem Park oder so. Ja, das ist bei diesem Frettchen-Clanhaus. Es sind insgesamt 3 Eier bei diesen 3 Häusern. Es gibt Frettchen? Ja, dann gucken wir da mal. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Okay. Wir müssen da lang. Warte. Es laggt gerade bei mir. Wo bist du? In Westen. Ab zur Froschspinnhöhle. Das sind die Viecher aus dem Geburtstags-Event, ja. Davon brauchst du 12 normale Fäden von den Viechern. Und dann noch 6 Kürbisse, die du von deinem Feld oder so, wenn du welche hast. Ich hab gar nichts mehr. Warum? Ja, wir können Kürbisse abgeben. Oh, ich hab einen Snip bekommen. Pass auf, hier kommen gleich jede Menge Finger. Ich hab einen Snip bekommen, das... Ich muss, glaube ich, mal neue nachfahren, sonst haben wir bald keine mehr. Wäre schön, wenn du aufhören würdest zu fliegen, mein Kind. Blöde Viecher. Jetzt kannst du das hier meinst, war ich schon auf jeden Fall irgendwo. Da warst du schon. Der wird überleben. Fuck. Bei denen, ja. Ja, ist schwierig. Da sind insgesamt 3. Das ist das Frettchen-Clanhaus und noch 1. Du kannst zählen, ja? 1, 2, 3. 1, 5, Tomate, was? Apfelsaft? Was? Mann, die machen Obama? Ja Fisch. Da ist auch noch 1. Bonbon? So da. Ja. Kannst du mir kurz helfen? Ich stehe hier gerade selber unter Beschuss. Alles gut. Oh fuck. In der Höhle ist es am besten, du läufst bis zum Ende durch und dann kannst du dir dort, gibt's 2 Punkte, wo man sich gut hinstellen kann. Oh fuck, ich werde angerufen. Okay. Direkt erstmal leften, erstmal alles ausschalten. Scheiße, warum ist das hier so riesig? Ich weiß nicht mehr, wo der Eingang war. Wie ist riesig? Oh, ich schätze mal, das ist hier einfach irgendwo. Ich lauf mal hier durch. Ich hab den Eingang nicht gefunden. War der Ausgang. Aua, blöde Spinnen. Vielleicht war hier doch eins. Ich weiß, dass es 3 Häuser waren, aber ich weiß, dass da auch ein Haus war, wo nichts war. Und ich glaube, das ist das hier. Das hätten wir nämlich sonst schon lange gesehen. Okay. Ich hab einen Ausgang gefunden, zumindest. Ich will auch mit rumlaufen. Sola, wie viele... Nicht Eier, wie viele Süßigkeiten hast du schon? Gar keine. Ich hab mir gerade erstmal den ersten Korb gemacht. Ich hab den leider... Einkaufskorb. Ja, genau. Oh. Ach, muss ich auch noch bezahlen? Oh nee, dann nicht. Ich hab leider schon meine Koordinatenliste gelöscht, aber ich weiß noch, wo die ganzen Eier, Geschenke waren. Nee, Weihnachten Bonbons. Ist auch noch nicht. Bonbons. Weihnachten. Ostereier, Geschenke. Aber keine Bonbons, da kommst du nicht drauf. Magst du zufällig keine Bonbons? Nein, ich weiß nicht, mich verwirrt das halt irgendwie. Gib's doch zu, du magst keine Bonbons, deswegen distanzierst du dich. Dieser ist ja wohl die letzte Person, die nicht Bonbons... War das Deutsch? Ich weiß es nicht. Bonbons ja, war. Wir sind beim falschen Haus. Oh nein! Aber du läufst in die richtige... Du läufst in die falsche Richtung. Also bei diesem Haus war ich schon. Ich glaube, ich habe auch schon die ganze Ecke hier abgegrast, also... Warst du schon in dieser Stadt hinter... Ja, da warst du schon. Hinter dem Hafen. Ja. Da waren nämlich echt richtig viele, da sind auch außerhalb der Stadt noch welche.
echt jetzt? Wenn du auf die Live-Map schaust. Obwohl, ich glaube, die hast du schon alle. Hier fehlen jetzt noch 5. Ja. Bei diesem Bau-Event-Port warst du auch schon. Ja. Vielleicht noch in irgendeinem Tower. Nein, es gibt nur diesen einen Tower. Ansonsten sind alle Bonbons außen versteckt. Bonbons. Also, warst du schon... Ja, du warst schon bei dem Pfötchen-Clan-Haus. Darüber redet ihr die ganze Zeit. Du warst schon da, wo noch die Minerer-Sachen sind. Welche Minerer-Sachen? Die Schmiede und so. Ja, da war ich. Ach, da hinten. Guten Appetit. Danke. Was? Streamst du schon? Ja. Ja. Dann stelle ich meine Mikroempfindlichkeit runter. Ansonsten wäre es mir egal, wer mich essen hört, aber... die sind übrigens richtig gut, ich kann die empfehlen. Was auch so. Immer du da isst. Dinge. Ah. Oh nee. Wer ist für welche? Sour Cream and Onion. Oh ja, die sind lecker. Die sind hier voll günstig. Ich glaube, ich habe 1,50 für die gezahlt. Das ist günstig? Ja. Für Pringles schon. Ich habe für meine Tüte 70 Cent bezahlt. Das sind auch keine Pringles. Pringles sind ja auch eklig. Nein, ich finde nicht. Das ist zwar die einzige Firma, die keine Luft verkauft, aber trotzdem. Die keine Luft verkauft, das stimmt. Ich mag Pringles am liebsten. Ich nicht. Weiß nicht, die günstige Variante davon schmeckt genauso. Ich merke da keinen Unterschied, so. Ich esse halt einfach.